Okay, dann wieder runter. Gucken wir doch mal. Der Hund kommt so nicht rüber. Wir müssen irgendwie von der anderen Seite an diesen Hebel dran. Können wir das hier irgendwie... Hier kommen wir nicht weiter. Da kommen wir nicht durch. Hier haben wir Wein. Hey, Walt. Hier haben wir auch nichts. Nichts, wo wir weiterkommen. Kann ich das eigentlich... Kann ich den Hebel so umschmeißen? Ist es denn wahr? Ja, perfekt. Und ich dachte die ganze Zeit, wir müssen von der anderen Seite da sein. Aber das über uns sind Deutsche. Das wird ungünstig. Ja. Ich weiß, aber ich muss da hoch zu Deutschen. Ah, warte mal. Apropos Hund. Ja. Komm erstmal her. Hundebert, wo bist du? What? Ichi. Ichi. Hundebert, komm. So. Kann er uns nicht dieses Ding... Ja, fein. Dieses Ding bringen, damit wir den Wagen holen, weil ich weiß nicht, wie gesund es ist, wenn wir da oben rumlaufen bei den Deutschen. Ich glaube, die mögen uns nicht sonderlich. Ja, ich hole das Ding schon. Keine Sorge, ich hol's schon. So. Das war doch, meine ich, hier. Genau. Dann können wir das dann anwenden. Ah. Da drüber? Da dran vorbei? Ah, dran vorbei. Da ist nämlich ein Gegenstand. Was ist das? Grabenlaterne. Eine Laterne, die man klein falten und in einen flachen Rucksack verstauen konnte. Soldaten konnten im Inneren eine Kerze platzieren, um sie vor Wind zu schützen. Ah, es sieht aber gar nicht so aus, als könnte man die sonderlich klein machen. Das sah so stabil aus. So. Frag mich, was das ist. Sprengstoff? Könnte gut Sprengstoff sein, wo ich mal so nach oben gucke. Aber dann fallen die alle auf euch drauf. Ist euch das bewusst? Schaut mal. Merci, Gefreund. Die französischen Offiziere rühmten sich der schweren Verluste, die sie dem Feind beigebracht hatten. Verbittert lehnte Emile es ab, für etwas ausgezeichnet zu werden, das er als feigen Akt betrachtete. Annas Vater, den Klauen des Barons von Dorf entrissen zu haben, erfüllte ihn und Freddy jedoch mit Stolz, konnten seine Forschungen doch fortan nicht mehr für die Produktion von Kriegswaffen genutzt werden. Da freudige Augenblicke in diesen Zeiten rar waren, wollten sie diesen möglichst auskosten. Doch die Nachrichten, die Anna brachte, waren alles andere als gut. Karl war bei seiner Flucht aus dem Gefangenenlager getötet worden. Auf die Nachricht von Karls Tod erkrankte Emil schwer. Nein.
5 Tage zuvor im Gefangenenlager. Boah. Los, wir spielen jetzt Karl. Was? Okay, schnell. Scheiße, scheiße. Scheiße. Gleich hier rein. Okay, hier runter. Schnell verstecken. Los, verstecken. Hier können wir aber auch nicht weiter. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Bitte komm ich hier runter. Oh Gott sei Dank. Scheiße, was mache ich jetzt? Komm ich nicht. Vor allem, ich stehe direkt vor ihm. Hat er sich nicht gerade umgedreht? Hat er sich nicht eben... Nee, hat er sich wahrscheinlich nicht... Ach, jetzt ist der Weg frei. Okay. Oh, scheiße. Oh, schnell hier vor... Okay. Schnell weg hier. Okay, hier komm ich nicht weiter. Das ist eins nach vorne. Okay. Das ist ganz schnell durch. Einmal ab durch die Mitte. Nein! Scheiße. Okay, warte mal, der geht. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Das war aber knapp. Das war knapp und das wird noch viel knapper. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Oh Gott, sich jetzt umdreht. Okay. Schneller, Karl. Schneller. Schneller. Nein. Scheiße. Scheiße. Über die Bäume. Äpfel. Kannst du hier keinen Apfel nehmen? Was? Okay. Ist das genug Ablenkung? Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Und dass sie jetzt Äpfel anstarren. Okay. Ich muss andersrum. Ich müsste das doch reichen. Komm schon. Komm schon, Karl. Schnell durch. Ich würde das ja am liebsten wieder zumachen. Ein Brief. Armeeinterne Korrespondenz. Eine besondere Karte, die es den Soldaten erlaubte, einander Nachrichten zu senden. So konnten sich Brüder miteinander unterhalten, obwohl sie nicht am gleichen Ort stationiert waren. Wenn eins oder mehrere Familienmitglieder starben, stand die Ausmusterung nicht zur Auswahl. Manchmal wurden alle männlichen Mitglieder einer Familie ausgelöscht. Warte mal, geht hier noch was lang? Nee, also hoch. Das ist ein... Oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, wo ich Ich bin gerade ganz dezent angespannt. So. Aber was bringt mir das? Ah, ah.
Nein! Der Arsch folgt mir. Warte mal. Ich hab Lust. Ich muss das alles nochmal. Ich kann hier schon mal ein bisschen andrehen. Jetzt gleich kommen die Herrschaften. So. Einmal hoch. Und höher. Dann Bäumchen. Äpfelchen. Wieder runter. Und den Rest. Ups. Ups, falsch. Den Rest aufdrehen. Komm schon, Karl, du schaffst das. Schneller. Okay. Mal, muss ich das nochmal? Nee, muss ich nicht. Okay. Dann hoch. Den Bolzenschneider. Runter. So. Gott, ich kotze gleich vor Anspannung. Alter. Hier aufschneiden. Komm schon, schnell. Komm schon. Dass sie immer direkt kaputt gehen. Was eine Ramschware. Boah. Ja, noch mehr. Was haben wir hier? Ein Fell? Ziegenfell. Die Soldaten hüllten sich in alles, was verfügbar war, um sich in den Gräben warm zu halten. Ziegenfelle von Ziegen oder Schafen, Tierfelle von Ziegen und Schafen, boten hervorragenden Schutz. Ja, das glaube ich. Ah, okay. Ich hätte gerne eine Flasche Wein. Ich weiß nicht, ob ich da dran komme. Mit dem Kerl da drauf. Der patrouilliert da. So, warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt ganz schnell... So. Weil ich glaube nämlich, dass wir die gleich brauchen, wenn die uns schon so angeboten wird. So, schnell durch. Ah, wahrscheinlich muss ich die nämlich aus... So. Schneller, Karl. Ich frag mich, ob das genug Schutz bietet hier. Ich fürchte nämlich nicht. Scheiße. Kann ich mitwandern? Ja, das... Ich wollte mal gucken, was da, ob... Okay. Kann ich die mitnehmen? Ah. Wie das was bringt? Okay. Das hilft tatsächlich. Ich will diesen Gegenstand. Britain's you wants you join your country's army. Britisches Magazin. Das Magazin London Opinion ermutigte britische Zivilisten, sich freiwillig zu melden. Auf der Titelseite prangt das berühmte Plakat von Lord Kitchener, dem Verteidigungssekretär, der die Briten mit seinem stechenden Blick, der einen überall hin verfolgt, ermahnt, sich freiwillig zu melden. Oh ja, stechend ist er. Ich frage mich, ob das auch funktioniert, wenn man es hochhebt, aber ich möchte es gerade nicht ausprobieren. Aber echt lustig, was man sich hier alles einfallen lassen muss. Das ist echt cool.
Chef! Ich sag ja, was man sich hier eigentlich alles einfallen lässt. Oh, die Mähmisch-Häfte sind ja süß. Oh, Kapitän, hier. Oh, oh. Mähmisch-Häfchen, ihr könnt doch nicht. Ich habe mich gerade so sicher gefühlt. Dann lassen die Mähmäschäfchen mich im Stich. Okay. Gott, ich bin gerade so angespannt. So nervlich angespannt. Boah, wie geil das aussieht. Oh, oh. Ich glaube, jedes Mal... Kann ich jetzt ganz schnell vorbei? Okay, bis dahin. Schneller! Das ist ein Gegenstand. Ha. Hosenträger. Das muss für jeden Soldaten. Zu dieser Zeit waren sie die populäre Alternative zu Gürteln und boten selbst bei schlammverkrusteten Hosen Halt. Der Mann, der dieses Paar zurückließ, hatte sicher einen guten Gürtel. Was? Ah, ich war zu schnell. Ich war zu schnell bei der Hand. Okay, hier sind wir. Schnell vorbei. So. Aber echt genial, was... Genial, was sie sich immer wieder überlegen hier. Hoffentlich... Ja, gut. So, jetzt aber schnell. Okay. Nein. Kann ich dem Herrn helfen? Sacre! Karl ist gar nicht tot. Ach, Gott sei Dank. Obwohl... 15. September 1916. Die blutige Schlacht an der Somme tobte weiter. Etwa 1 Million Soldaten starben oder wurden verwundet. Freddy wurde von den Briten eine neuartige Kriegswaffe anvertraut, die einen bedeutenden Fortschritt in diesem festgefahrenen Krieg darstellte. Doch auch Baron von Dorf setzte auf diese Schlacht, um bei seinen Vorgesetzten zu glänzen.